und willkommen zurück. Hier ist wieder euer Pilzschaf. Und ich würde sagen, wir spielen gleich weiter in Oblivion. Das ist ja schön. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt hier mal genau ins Bett liegen. Und haben wir denn das Amulett schon an? Haben wir, ja. Das ist ja schön. Die letzte Aufnahme ist jetzt so eine Woche her oder so. Produziert zurzeit recht viel vor. Und zwar einmal aus dem Grund, dass ich sonst recht wenig Zeit habe. Und naja, ich will halt lieber etwas vorproduzieren, anstatt halt später dann zu wenig Folgen zu haben. Genau, das wollte ich sagen. Jetzt werde ich hier schon ganz durcheinander gebracht, weil wir hier endlich mal fortfahren sollen. Meine Güte, ihr habt mich erschreckt. Seid ihr real? Ja. Ich habe mich verlaufen. Ich auch. Dieser Ort wirkt so vertraut. Aber ich kann mich nicht erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Könnt ihr mir helfen? Ja, warum nicht? Dieser Ort ist so merkwürdig. Traumwelt, sagt ihr? Wohl mehr ein Albtraum. Ich mag diesen Ort überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht hier sein sollte. Hier muss es doch irgendwo einen Ausgang geben. Ich sollte diesen Ort erkunden, aber ich fürchte, dass mir dazu der Mut fehlt. Wie konnte ich so nachlässig sein? Was ist mit mir los? Ich weiß, dass ich etwas verloren habe. Ja, das ist es. Ich habe in diesem merkwürdigen Ort viele Dinge verloren. Könntet ihr mir bitte helfen? Ja, können wir. Also ja, ich habe die Quest schon einmal durchgespielt. Das heißt, ich weiß schon, was alles kommt. Aber ich will halt jetzt mal so machen, als hätte ich sie noch nicht gespielt. Und was haben wir denn hier? Eine Reparatur. Das ist doch schon mal schön. Und ich würde sagen, wir nehmen schon mal die erste Prüfung. Wir müssen von diesem Ort fliehen. Und das ist die Prüfung der Wahrnehmung. Da gehen wir jetzt gleich mal hin. Ich muss gleich nochmal ganz kurz eine Pause machen. Ja, ich weiß, es ist nie so geschickt. Wir haben eh noch Fäuste. Aber, naja. Geht halt nicht besser. Ich werde versuchen, wieder so eine viertelstündige Folge zu machen. Hoffen wir mal, es klappt. Jetzt sind wir ja hier in der Prüfung der Wahrnehmung oder sowas. Das heißt, wir sind hier in einem fremden, ja, keine Ahnung, Geist. Aua. Aua, jetzt bin ich hier irgendwie so. Es lief ja schon mal gar nicht gut. Ich würde sagen, ich tue mir mal ganz schnell sprechen. So. Und dann würde ich sagen, es geht jetzt mal weiter. Und aua. Mist, man darf nicht auf die Dinger drauf. Ja, bis jetzt lief es ja noch nicht so gut. Doch, jetzt kann ich springen. Nee, komisch, dass ich vorher nicht springen konnte. Hab doch E gedrückt. Jetzt ganz weit nach vorne. Ja, das hier ist ja schon mal recht schön. Nicht so einfach. Und naja, die erste Mission haben wir hier schon fast. Jetzt könnte ich hier auf diese Druckplatten gehen, mache ich aber nicht. Ich bin nicht dumm. Das ist nämlich nie gut, wenn man auf die Druckplatten drauf kommt. Und hier haben wir schon das erste Element, und zwar das Element der Wahrnehmung. Ja, und ich würde sagen, das nehmen wir jetzt einfach mal. Ja, fortfahren. Wir müssen von diesem Ort... Habt ihr schon ein... Okay, also wir müssen jetzt einfach das nächste Element suchen, und hier geht es eine Treppe hinunter. Und... Oh,
Was ist das? Und oh mein Gott. Das sieht doch schon mal gut aus. Blutspuren überall. Ich glaube, das machen wir jetzt erstmal als nächstes. Und dann das Skelett steht hier auch. Kristallkugel, Stundenglas. Da ruckelte es wieder. Ja, wegen dem Ruckeln des die letzten Aufnahmen. Das lag, glaube ich, daran, dass die Festplatte zu voll war. Aber das hatten wir eigentlich schon mal. Also möchte ich jetzt das Thema nicht weiter vertiefen, sondern gleich in die nächste Testkammer gehen. Ja, ja. Es geht hier gleich wieder weiter. Oblivion ist ja, wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, so ein Mammutprojekt, wie man es gerne sagt. Das heißt einfach ein Projekt, das nicht sehr schnell beendet sein wird, wenn überhaupt man ein richtiges Ende finden kann. Und genauso ein Projekt mit Minecraft. Vielleicht ist es, wenn diese Folge rauskommt, schon längst draußen. Vielleicht auch noch nicht. Ich weiß es nicht. Einfach mal alles holen. Wir kämpfen mal in einer schweren Rüstung. Wir haben hier einen eisernen Kriegshammer. Wir haben ein eisernes Claymore mit der Stärke 5. Und wir haben einen kleinen Stab des Blitzes. Das ist immer noch das Beste. Der Stab des Blitzes. Jetzt wollen wir mal fortfahren. Wollen den Stab ausrüsten. Und natürlich der Pistole anziehen. Zack, 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 zack. Und ja, ich würde sagen, wir kämpfen jetzt mal. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ja, genau, bei Minecraft. Dem nächsten Mammutprojekt, das entweder schon draußen ist oder jetzt auch ruckelt. Ja, also das entweder schon draußen ist oder noch rauskommen wird. Ja, und ich würde sagen, wir haben schon gleich gewonnen. Das war ja nicht schwer. Am liebsten würde ich den Stab hier behalten, aber naja. Man kann ja nicht alles haben. Der wird uns später wieder abgenommen, weil der gehört ja nicht uns. Hopp. Zack. Schade, das können wir nicht. Wir können mal den Stab leer machen. Später in der Magiergegend würde ich übrigens auch so einen Stab machen. Oder ja, erstellen, keine Ahnung. Der ist ziemlich stark, wie wir gesehen haben. Mit einem Schwert wären wir bei denen nicht sehr weit gekommen. Wenn die doch die Blitze gehen so weit wie es geht. Glaube ich zumindest. Ja, also auf jeden Fall weit. Nicht so weit wie es geht, aber weit. Also Zauberstäbe gefallen mir. Ich glätte sich auf irgendwann. Nicht so mal gerne. Okay, ich kann hier mal ganz kurz gucken, wie viele Ladungen wir noch haben. Keine Ahnung, das finde ich gerade nicht. Ah ja, also ich muss jetzt mal ganz kurz eine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir dieses Element hier holen. Tschüss, bis nachher. So, hallo und willkommen zurück. Wir hatten gerade eine Aufnahme von einer Viertelstunde oder sowas. Hallo? Warum ruckelt das hier jetzt schon wieder? Naja. Manchmal schon das Element der Angst. Wir müssen von diesem Ort fliehen. Was kommt denn jetzt noch? Wir haben hier noch eine Tür. Prüfung der Geduld. Und hoch. Das braucht man nicht. Ja. So, dann wollen wir mal gucken. Rätsel auf der Schriftrolle. Dann wollen wir mal los. Ah. Ah. Ja. Ich wusste, dass das kommt, um ehrlich zu sein. Deswegen bin ich ja jetzt auch so strikt durchgelaufen. Naja, jetzt wollen wir mal das richtige Rätsel lösen. Und zwar haben wir hier eine rätselhafte Schriftrolle. Wir können da mal drauf drücken. Sind hier das erste Rätsel.
Und wir sind hier durchgekommen. Ich kann jetzt gleich mal beim nächsten Rätsel erklären, wie das funktioniert. Weil ich schätze, wir konnten diesmal nicht alle folgen. Ja, wir sehen. So, also. Hier, das ist unser Rätsel. Das sind die alten Druckplatten. Und dieses Zeichen, es gibt immer ein Zeichen, das richtig oft drin vorkommt. Das ist diesmal das hier. Und das zeigt uns den Weg, den wir lang gehen können, um zum Ziel zu laufen. Also, okay. Hey! Nein, hier wollte ich nicht hin. Puh, was war das? Schon wieder. Mal wieder ein totaler Fail, würde ich sagen. Okay, es war ein totaler Fail, ja. Okay, das war jetzt nicht so gut gelaufen. Jetzt wollen wir es mal etwas langsamer machen und dafür auch gewinnen. So. Vor dem nächsten Rätsel würde ich es halt immer speichern. So, ja, haben wir mal schnell gespeichert. Hier weiß ich es noch. Weiter weiß ich es nicht mehr. So. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind, glaube ich, hier. Okay. Und drüben. Und ich sehe hier mal wieder nichts, aber da hinten geht's lang. Okay. Ja, ja, ich mag die Rätsel hier, weil es sind auch richtige Rätsel. Da muss man nicht nur kämpfen, sondern auch mal den Kopf etwas arbeiten lassen. Und zack. Ist das schön. Aktiviere ich damit die Druckplatte? Okay, aktiviere ich nicht. Das hier ist jetzt ziemlich schwer, kann ich nur sagen. Wenn man hier auch immer nach unten scrollen muss. Okay. Bis hierhin weiß ich noch. Jetzt geht's weiter. Wir sind jetzt hier. Jetzt gehen wir ein bisschen nach oben. Okay. So. Was kommt als nächstes? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier. Geh jetzt erstmal nach oben. Okay. Jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir 1, 2 oder 4. Okay. Was war da runter? Ah, wir sind erstmal ans tiefer. Hier. Sind wir hier. Jetzt müssen wir. Okay. Jetzt ist es einfach. Oh, ich wollte doch gar nicht springen. Jetzt. So, da hätten wir noch ein Element. Das könnten wir jetzt auch mal wieder nehmen. Und weiter geht's. Ich weiß nicht, wie lange ich heute noch aufnehme. Schon noch ein bisschen. Ich habe jetzt vor, sobald wir die Quest hier abgeschlossen haben, nach Shivering Isles zu gehen. Und ja, dort mal unser Glück versuchen. Keine Angst, ich werde schon wieder nach Oblivion zurückkehren. Einfach mal so ein bisschen gucken, wie es so ist in Shivering Isles. Und ja, ich würde sagen, wir fahren mal fort. Wir müssen von diesem Ort fliehen. Irgendein Element scheint ja noch zu fehlen. Jetzt muss ich erstmal wieder die Treppe nach unten suchen, wie es hier. Ist immer so dunkel. Ja. Des Mutes. Das ist auch recht lustig, aber so schwer eigentlich auch wieder nicht. Ja. Mal sehen, was das als nächstes kommt. Genau. Ja, die hier muss man mal öffnen und naja, das werde ich dann noch rausnehmen. Jetzt tauchen wir erstmal runter, weil es uns so Spaß macht. Ja, Spaß.
hoch. Okay, das hier immer wieder. So, ja, hier oben, wir haben jetzt fast keinen Sauerstoff mehr. Jetzt erst müssen wir wieder aufsammeln. Hallo? Jetzt. Man findet hier echt Dimensionen nicht mehr. Da ist er. Hier geht's raus. Ich weiß nicht, wo oben, wo unten ist. Hauptsache raus. Vielleicht geht's euch auch so, dass ihr einfach nicht mehr wisst, wo oben und unten ist. Naja. Ich kann auch gleich mal sagen, ich habe schon ein bisschen in Shivering Isles gespielt. Das heißt, ich kenne mich dort auch schon etwas aus. Aber dann auch wieder nicht so viel, dass man jetzt sagen kann, boah, ich bin jetzt hier voller Profi hier drin. Nee, was ist das für ein Wasser, ehrlich? Das ist echt ein ekliges Wasser. Stell euch vor, ihr müsstet in Wasser, das blau und rosa ist. Wie eklig ist das? Wie eklig. Ja, der Himmel sieht auch nicht gerade sehr gut aus. Wir wollen ja eigentlich nur das Element des Mutes. Ja, wir haben alle Elemente, so schön. Bitte helft mir. Ich fühle mich, als ob ich für immer hier gefangen wäre. Ja. Und ich weiß noch nicht einmal, weshalb. Weil du das Traumamulett angezogen hast. Die Traumwelt. Aber wie? Was ihr sagt, ist sicher wahr. Ich fühle mich so sonderbar. Ja. Was ihr gesagt habt, war die Wahrheit und kein Märchen. Ich bin ein Narr gewesen. Ich dachte nie, dass das Amulett so viel Macht über mich hätte. Ja, es tut mir aber leid. Ich wollte einen Weg finden, um meine Schwächen zu beherrschen. Doch stattdessen haben sie mich beherrscht. Aha. Ich weiß nicht, wie ihr es getan habt, aber vielen Dank. Jetzt müssen wir aufwachen und erneut unseren Platz in der wirklichen Welt einnehmen. Lebt wohl. Ja, du auch.